Freunde, was geht? Willkommen bei Modern Gent. Mein Name ist Mr. Oka und ich zeige dir, wie du dich besser kleidest, besser fühlst, besser aussiehst. Einfach alles in einem. Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal ein Product Testing. Wie ihr schon sehen könnt, meine Haare sind schon nass. Ich persönlich liebe alles, was Haare betrifft, ja. Haarstyling, Qualität deiner Haare verbessern, etc., etc., ja. Am Shampoos, Haarprodukte, etc. Und da dachte ich mir, hey komm, wir machen mal ein Product Testing, denn vor einigen Monaten war ich echt viel mit dem Flieger unterwegs und da sah ich vor allem am Flughafen von American Crew diese Pomade hier. Und da dachte ich mir, hey komm, wir machen mal einen Haarstyling-Test. Okay, wir testen mal. So, funktioniert das so? Ja. Ich habe mir zwei Produkte von American Crew besorgt. Einmal die Pomade und als nächstes haben wir hier eine Forming Cream. Wie ihr sehen könnt, ja, falls ihr den Unterschied nicht kennt, Pomade, Forming Cream, ich werde auf jeden Fall ein Video dazu machen. Ihr könnt nur eines dazu wissen, Pomade ist deutlich stärker vom Halt und Forming Cream ist viel, viel lockerer, viel, viel einfacher für so einen chilligen, ganz, ganz chilligen Look, wo die Haare sogar so schön runterfallen. Aber ich werde auf jeden Fall auch ein Video dazu machen. So, American Crew, was habe ich für das Ganze bezahlt? Bei Amazon habe ich um die 15 Euro bezahlt, also ist wirklich nicht mal so günstig, wobei ich sagen muss, meine Lieblingspomade ist aktuell von Statement und das kostet sogar 22,50 Euro, okay? Aber ich muss echt sagen, was Qualität angeht, was Halt etc., es ist wirklich unschlagbar und da kaufe ich mir wirklich etwas, was das Geld auch wert ist. Ich kaufe mir wirklich nur Sachen, wenn ich weiß, das ist das Geld absolut wert und Statement wirklich einfach ein Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss aber noch dazu ein Video machen, damit ihr überhaupt einen Unterschied seht, okay? Kommt auf jeden Fall demnächst. Aber ja, American Crew, 85 Gramm, 15 Euro. Ich habe auch gesehen, auf Notino, glaube ich, 10 Euro. Ja, also ich schwank so preislich. Sagen wir einfach mal 12 Euro, okay? Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was American Crew kann. Wir haben auch sogar schon mal auf Instagram ein bisschen gechattet. Ja, die sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ich zu dieser Pomade sagen werde. Wir werden auf jeden Fall sehen. So. Meine Haare sind auf jeden Fall schon nass. Ich würde sagen, wir starten sofort los. Wie immer verwende ich Keratin für meine Haare, also Hair Conditioner. Mal so ein bisschen drauf spülen und das reicht dann auch schon vollkommen. Ja. So, Föhn habe ich auf jeden Fall auch schon hier. Wie werden wir diese Pomade beurteilen? Natürlich nach Halt, ja, wie einfach das Ganze aufzutragen ist und schlussendlich dann der Preis, dass wir quasi so ein Preis-Leistungs-Verhältnis haben, ja, dass wir sagen, okay, für 15 Euro bekommt man das, ist es das wert, ja oder nein, okay? Denn meiner Meinung nach sind 15 Euro für 85 Gramm nicht wenig und deshalb bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, Haare sind nass, Hair Conditioner ist oben, Föhn ist auch schon da. Wo ist denn unsere Bürste? Ah, ich habe die falsche Bürste, einen Moment. So, diese Bürste soll es sein, denn wie ihr wisst, ich habe meine Haare geschnitten, guck mal, wie kurz. Und da habe ich davor. Bei langen Haaren habe ich eine größere Bürste verwendet. Klar, man hat viel mehr Haare zum auch Bürsten. Aber jetzt verwende ich ja diese Bürste rein zum Stylen. Okay, super einfach. So, ich würde mal sagen, let's go. So, Freunde, wie ihr gesehen habt, ich liebe es, dass ich am Anfang quasi so eine Struktur festlege, ja, mit der Bürste, quasi so eine Struktur, wo ich sage, okay, die Haare werden so verlaufen und gegen Ende greife ich dann eben mit meinen Haaren durch, damit ich einfach ja, so dieses Volumen hier so rausholen kann, okay. Und ja, dann sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal so aus. Ist jetzt wirklich nichts Spektakuläres, okay. Ja, für mich persönlich ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, gesunde Haare zu haben. Auch da muss ich ein Video dazu machen. Hey, wir haben so viele Themen, die wir noch abdecken müssen, aber keine Sorge, okay? Keine Sorge, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir alle so sexy wie möglich ausschauen, okay? Ich verspreche es euch. Von American Crew, wir machen das mal auf. Okay, die Struktur ist auf jeden Fall schon mal ganz anders verglichen zu Statement. Das werde ich euch auf jeden Fall aber nächstes Mal zeigen. So, so sieht das aus. Okay,
Ist jetzt von der Struktur her nichts Besonderes, muss ich sagen. Also von der Struktur aktuell nichts Besonderes. Wir werden aber sehen. Wir werden aber sehen. Wir gehen ganz neutral in die Sache rein, okay? So. So, hier vorne alles schön nach hinten drücken, okay, damit das nicht stört. So, Freunde, ich bin eigentlich schon fast fertig. Die Frisur geht wirklich super schnell. Wie ihr sehen könnt, die Frisur ist halt ziemlich flach. Was man auf jeden Fall machen kann, ist, wenn man die Haare richtig geföhnt hat, wie ihr schon gesehen habt, hier zum Beispiel, ich halte das Föhn immer so ein bisschen hier vor den Haaren, so quasi, ja, damit ich das super einfach machen kann. So nach vorne ziehen. Seht ihr das? So. Und dann bleibt das auch. Okay, weil hier habe ich das quasi mit dem Föhn so dagegen gehalten und das hat dann eben den Effekt, dass man hier mehr Volumen hat, okay, und wenn man seine Haare so quasi nach vorne drückt, dann bleiben die auch, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Trick. Ja, was sage ich zum Halt? Also ich habe noch das Gefühl, dass vom Halt es wirklich nicht so stark ist, wobei ich mal gucken muss, ist das ultra strong oder so, okay, medium hold. High Shine, schauen wir mal. Ja, Shine ist auf jeden Fall da, das sehe ich auf jeden Fall in den Haaren. Ja, man sieht das hier so. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Und ich muss echt sagen, vom Halt ist es jetzt nicht schlecht. Okay, Medium Hold. Ja, also auf jeden Fall Medium Hold. Ich würde auf jeden Fall sagen Medium Hold. So, Freunde, fertig. So sieht das Ganze aus. Okay. Endergebnis gar nicht mal so schlecht, okay, wobei ich mir wirklich gewünscht hätte, dass das Ganze vom Halt so ein bisschen stärker ist, denn wenn ich 15 Euro für Pomade bezahle, dann erwarte ich mir auch, dass es wirklich sehr, sehr gut hält, denn grundsätzlich verwendet man Pomade, wie schon vorhin erwähnt, wenn man zum Beispiel so auf Hochzeiten ist. Pomade ist so mehr so für Events, okay, wo man einfach weiß, die Haare sollten wirklich über das gesamte Event hinweg halten und deshalb empfehle ich da auch wirklich Pomade zu verwenden. Aber ansonsten, was so ja, Shine angeht, was so halt allgemein, da würde ich auf jeden Fall sagen, eine 7 von 10. Eine 7 von 10, okay, weil es eben Medium ist, ja, ist jetzt nicht so stark. Ich werde euch auf jeden Fall den Unterschied mit Statement zeigen. Statement ist definitiv eine 9 von 10. Ich sage 9 von 10, weil immer Luft nach oben ist, ja. So, Freunde, kommen wir zum Schluss. Ist mir American Crew, was Preis angeht, was Leistung angeht, wert? Ich sag mal so, wenn ich dafür 10 Euro zahlen muss, auf jeden Fall, ja, ich würde es euch nicht empfehlen, das Ganze von Amazon zu bestellen, da habe ich wirklich 15 Euro dafür bezahlt. Ich glaube, bei Notino waren das auch, glaube ich, schon um die 10 Euro oder so. Für 10 Euro auf jeden Fall. Für 10 Euro bekommt man wirklich ein sehr cooles Produkt, vom Hals sehr, sehr nice. Was mir persönlich wirklich sehr gut gefällt, ist auf jeden Fall dieser Shine-Effekt, ja, dass die Haare so quasi schön glänzen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten alles so ab 12 Euro, definitiv nein. Ja, da gibt es auf jeden Fall coolere Alternativen, aber so für 10 Euro, 10, 11 Maximum, ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich sehr, sehr cool. Freunde, das war's. Unser Testbericht. Die Haare sehen auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr, sehr fresh aus. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. So kann man auf jeden Fall schon mal rausgehen. Aber ja, American Crew könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne abchecken. Ihr werdet in meiner Bio ein paar Links sehen, wo man die Pomade etwas günstiger bekommt. Ja, Freunde, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, liken und lasst mich wissen, ob ihr euch das kaufen würdet, ja oder nein. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.